What's poppin', Boys and Girls? Ich habe heute etwas sehr, sehr Cooles vor und ich würde euch gerne mitnehmen. Und zwar möchte ich heute unsere Terrasse umgestalten. Beziehungsweise es ist nicht unsere, Kevin und meine Terrasse, sondern es ist unsere Familienterrasse. Im Grunde genommen die Terrasse meines Elternhauses. Ja, und es juckt mich seit Tagen in den Fingern. Es gibt dieses Jahr verschiedene Gründe, hier umzudekorieren. Zum einen Status quo. Ich gucke die schon sehr, sehr lange an, gefühlt seit 10 Jahren und denke mir, oh mein Gott, aus dieser Terrasse könnte man so viel noch herausholen. Aber es ist so, meine Eltern haben einen Second-Hand-Laden und wie meine Freundin immer so schön sagt, das sieht man auch. Wir nehmen hier halt das, was gerade halt so passt. So, andere Leute gehen ja halt los und kaufen irgendwie so Sachen, die so schön zusammenpassen. Und bei uns ist das ja alles ein bisschen praktischer. Wenn was in den Laden reinkommt, egal ob es grün, blau, gelb, rot, rosa oder mit Strasssteinen bedeckt ist und das wird gebraucht, dann wird das reingestellt. Und es ist auch cool und es ist auch sehr nachhaltig. Aber ich wollte heute mal schauen, ob ich vielleicht ein bisschen was rausholen kann mit ein paar Blumen, mit so ein bisschen Holz, mit ein paar Kerzen und das alles so ein bisschen, ja, herbstlicher gestalten kann. Die meisten von euch haben es ja mitbekommen auf Instagram, dass vor einigen Wochen mein Papa verstorben ist. Und wie sage ich das jetzt? Ich sage nicht, man sollte oder man muss, weil jeder das auf seine eigene Art und Weise macht. Aber ich merke, dass es uns hier sehr gut tut, auf der einen Seite Trauer zuzulassen, aber auf der anderen Seite auch schöne neue Dinge ins Leben zu holen, die glücklich machen, um einen gesunden Ausgleich zu haben, um weiterzumachen. Und ich merke auch, dass meiner Mama das im Moment sehr gut tut. Auf jeden Fall möchte ich ihr gerne eine Freude machen und wollte ihr die Terrasse ein bisschen neu gestalten, damit sie, weil ich weiß, dass sie morgens immer ihren Kaffee hier trinkt und den Vögeln zuhört. Genau, ja, und ich zeige euch mal, wie es aktuell hier aussieht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich gucke in letzter Zeit mir auch sehr, sehr oft immer Häuser im Internet an und manchmal verstehe ich auch so Kombinationen nicht. Also zum Beispiel die Kombination aus diesen Fliesen und dieser Wand machen es mir persönlich, mit meinem persönlichen Geschmack, sehr schwierig. Dann kommen hier diese blauen Stühle und das ist die Weihnachtsdekoration, die seit 5 Jahren hält. Da sind übrigens meine Einkaufswagen voller Deko, die ich eben gekauft habe. Bist du soweit? Wir brauchen Herbstblumen. Das ist unser Tisch. Was hast du gefunden? Eine tote Fliege. Eine tote Fliege. Jetzt zeige ich euch, was das Alleraufregendste für Kevin im Baumarkt ist. Fleischfressende Pflanzen. Welche hat denn hier das Maul offen stehen? Da, fette Portion für dich. Ja, aber es klemmt da jetzt einfach nur drin. Aber die sendet jetzt so Säfte aus, die das verdauen. Ich habe mir hier jetzt auch so was hingemacht, um ein bisschen landwirtschaftlicher auszusehen. So Leute, wir sind auf dem Weg nach Hause und das Auto ist bis unter das Dach voll. Ach, man sieht das hier auch gar nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Pflanzen geholt und einen Kürbis habe ich geholt, einen großen, wo man ein Teelicht reinmachen kann, weil ich habe auch so einen in Berlin und ich bin der Meinung, dass jeder sowas braucht. Und ich habe so viel gekauft, so viele Blumen gekauft, dass in meiner Vorstellung gleich unsere Terrasse ein wunderschönes Blumenmeer ist. Aber unsere Terrasse ist so groß, dass ich Angst habe. Kennt ihr das? Man kauft so Sachen und man denkt so, boah, das wird so einen Unterschied zu Hause machen. Und dann stellst du es zu Hause in und es sind nur so Punkte, so winzig kleine Punkte, die jetzt gar nicht so einen großen Unterschied machen. Was sagst du dazu? Was? Ich habe nicht zugehört. Ja, genau. Findest du, dass diese Floralität mich zu einem Mädel vom Lande macht? Sie macht dich zu einem kleinen Farmer-Girl. Ich bin ein Farmer. Ich bin eine Farmer. Ja. Bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau. Geboren auf dem Land und melke Kühe. Und das bin ich jetzt? Ja. Ja, bevor ich mich aber jetzt irgendwie mit Dekoration auseinandersetze, würde ich sagen, fange ich erstmal an aufzuräumen, auszusortieren und sauber zu machen. Wisst ihr, ich bin ja eher so der Minimalist, ne? Also bei mir gibt es fast nur Sachen, die entweder wirklich absichtlich dekorieren sollen oder gebraucht werden sollen. Und so in Elternhäusern gibt es immer so Kram. So, da liegt so eine Glühbirne rum und so eine Schale, wo aber nichts drin ist. Und dann
wenn man dann so aufräumt, dann denkt man so, kann das jetzt weg? Ich habe mir überlegt, ich suche mir jetzt eine Kramkiste. Also eine Kiste, wo ich einfach Dinge reintue, wo ich denke, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das mache ich auch immer bei Kevins Sachen. Guck da mal rein und sag, was du noch brauchst. Den Rest entsorge ich. Gibt halt keinen Roller und kein Motorrad. Hier ist halt die Frage, warum? Ich weiß nicht, ob das so eine Einbildung ist, ne? Aber an Tagen, wo ich Latzhosen trage oder einen Jumpsuit, muss ich doppelt so oft auf die Toilette. Ich glaube, ich saug hier jetzt auch erstmal. Ja, sowas. Sowas brauche ich. Feger nennt sich das. Das hat man damals benutzt, als es noch keine Elektrizität gab. Ich habe beim Einkaufen ein bisschen darauf geachtet, dass ich so einen Mittelweg zwischen mir und was Neutrales, Herbstliches finde. Weil meine Mama ist beim Herbstlichen, ach, die kann da auch einen kleinen Igel mit, so wisst ihr, so bepflanzte Igel und Vögel, wo oben so kleine Pilze mit Blumen rauswachsen, so Mutterzeugs findet die gut. Und ich bin eher so der Halloween-Mensch, was Deko und Herbst angeht. Deswegen habe ich versucht, so neutrale Sachen, einfach so Blumen, Kürbisse, Kerzen. Ist das jetzt besser? Wisst ihr, was hier wirklich vom Vorteil ist, dass ich keine Angst mehr vor Spinnen habe? Allein diesen Tisch hier umtragen, das wäre vor 2 Jahren nicht möglich gewesen. Ist das jetzt besser? Ich weiß das auch nicht so richtig. Ach ja, weiß ich jetzt auch nicht. Besuch braucht man ja auch gar nicht so häufig. Nee, das war vorher besser. Oh, ich muss schon wieder auf die Toilette. Das ist ja schon mal sehr herbstlich, das kann man ja kaum glauben. Ist das schön. Jeder Mensch hat ja immer so seine Farben, ne, mit denen er arbeiten kann, die einem stehen, die man im Zimmer mag. Und blau und grau, ich weiß nicht, da finde ich keinen Bezug zu. Ich weiß, dass ganz viele Leute jetzt aufschreien, besonders die Grauliebhaber. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das auch ganz toll kombinieren können. Aber es ist einfach not my world. Sag mal hallo. Sag mal hallo. So, als nächstes habe ich sowas besorgt. Ich dachte, das kann man wohin machen und dann macht man da Pflanzen rein. Man kann auf Pinterest oder auf Google oder auf Ecosia oder wo auch immer auf jeden Fall immer gucken, zum Beispiel Blumen für den Herbst oder Pflanzen, Garten, ganzjährig und so weiter. Es gibt einige Blumen, die ihr auch noch ein bisschen länger stehen lassen könnt. Und falls ihr es nicht wusstet, ich wusste das nicht. Okay, bei der Sache bin ich mir wirklich sehr, sehr unsicher. Ich habe so Laub aus Stoff gekauft. Und ich habe gedacht, dass ich eventuell diese Girlande hier mit verschönern kann, weil ich das irgendwie so ugly finde. Es kann auch sein, dass das hier richtig trashig aussieht. Irgendwie ist das auch scheiße. Ich habe mir das so romantisch vorgestellt mit meinen Herbstblättern. Und jetzt finde ich das eigentlich alles nur so semi-gut. Okay, ich überlege, den Tisch jetzt doch auf die andere Seite zu ziehen. Irgendwie ist das nichts. Ich brauche Veränderung. Au! Ups. Ja, Sharon, das ist irgendwie scheiße, ne? Oh mein Gott, was? Die geht an? No way! Ich habe gerade meine Mama gefragt. Ich habe die Erlaubnis, dieses Zeug hier abzumachen. Das sieht so scheiße aus. Stop.
Leute, das war meine Umdekoration. War jetzt nichts total Krasses. Hab den Raum jetzt nicht auf links gezogen, aber es ist viel gemütlicher, es ist viel wärmer hier. Der ganze Trash ist weg und meine Mama hat sich voll gefreut. Ich habe dasselbe Gespräch gefühlt wie immer. Sie hat sich nur Gedanken darüber gemacht, wie viel Geld ich hierfür ausgegeben habe. Aber sie hat sich sehr gefreut. Ja, das war ein schöner Tag und es hat Spaß gemacht, das umzudekorieren. Ja, und denkt immer daran, Leute, egal wie viel Scheiße im Leben passiert, egal wie viel Kacke passiert, sorgt immer dafür, dass auch schöne Dinge in eurem Leben passieren. So Tage wie heute machen dann eine schwere Zeit ein bisschen schöner. Und dann hat man wieder was, worüber man sich freuen kann. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ich muss jetzt gehen, weil gleich fängt die Siedlerrunde an. Wir spielen heute Siedler. Und ich muss mich mental schon darauf vorbereiten. Ich kann hier nicht so nett sein. Ich muss in meinen inneren Krieger gehen. Ciao, Kiki.